getting ready for Trump, the brick. Film Club. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute mal mit was ganz Besonderem, denn heute nehme ich euch mit ans Set und zwar zu den Dreharbeiten von Traumfabrik. Willkommen beim Film. Und ich werde natürlich auch mein Gesicht in die Kamera halten als Statist. Und das ist der Beginn einer ganz großen Karriere, hoffe ich. Das einzige Problem ist, ich muss etwas dafür tun, für diesen Dreh, was ich seit ca. 12, 13 Jahren nicht getan habe. Und zwar mich rasieren. Warum habe ich das jahrelang nicht getan? Ganz einfach, ich sehe dann aus wie 11. Ich habe einen Trimmer für das grobschlächtige Haar. Dann habe ich einen Rasierer frisch gekauft. Keine Ahnung, hier steht gegen den Strich rasieren. Ist immer gut. Und natürlich Rasierschaum. Schon jetzt auch ein bisschen aufregend für mich, weil ich habe keine Ahnung, wie es da drunter aussieht. Vielleicht sind da auch Ameisen oder vielleicht kommen da Vögel raus. Ich habe keine Ahnung. Und jetzt geht's auch ans Eingemachte. Das ist der Trimmer. Normalerweise habe ich das Ding drauf. Das kommt ab. Da wächst Haar bis zum Auge, ne? Irgendwie, aber ich weiß auch nicht. Ich also aus, wenn ich 11 Jahre alt bin. So, morgen. Es ist allen Ernstes kurz vor 7. Das sind Zeiten, an denen ich normalerweise noch 6 Stunden schlafe. Ich bin ein bisschen spät dran. Ich habe kaum geschlafen. Warum fangen Filme nicht einfach ab sofort immer so um 13 Uhr an? Finde ich gut. Bin ich immer dabei. Immer dabei, bei jedem Film. Ja, das ist hier mein Angebot an alle. Danke. Ich weiß gar nicht, ob ich euch erklärt habe, wo ich überhaupt jetzt hinfahre. Ich laufe jetzt gerade zum Flughafen Tempelhof, denn da ist heute das Set. Ich bin jetzt hier am Zentralflughafen, wie man hinter mir sehen kann. Hier sitzen schon ganz viele Statisten. Ich bin also leider nicht alleine. Und ich komme jetzt gleich in die Maske. Ich bin sehr gespannt, was ich für ein Kostüm gleich anhaben werde. Vielleicht auch nackt. Vielleicht ziehe ich nur Schuhe an. Wer weiß das schon. Getting dressed in the dressing room of Trump Fabrik. I put some fancy clothes on and damn I look on fleek. Trying this, trying that, get my 60s on. Who wanna stop me with that fancy yellow tie on? Robbie, getting ready for Trump Fabrik. Dubus Film Club. Eine Brille macht halt intellektuell. Ja, ne? Vielleicht sollte ich darüber generell nachdenken. Öfter mal Brille tragen? Ja, öfter mal Brille tragen. Wegen der Intelligenz einfach, um das zu überspielen. So, Freunde, ich bin umgezogen. Sieht doch ganz gut aus, oder? Und hier mal in voller Montur. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Schöne Schuhe. Ja, kompletter Look. Jetzt mische ich mal das Set auf, ne? So, jetzt bin ich wieder hier drin. Jetzt seht ihr mal, alle Statisten stehen hier in Reihe und Glied. Und das nimmt der Regisseur jetzt gleich ab. Kurz was in eigener Sache. Das hier ist das Klo in Tempelhof und trotz dieser wahnsinnig schönen Duftkerze müffelt es gewaltig. So Leute, jetzt machen sich alle Komparsen bereit. Es geht jetzt gleich los. Vielleicht filme ich ein bisschen für euch, ganz geheim. Also lasst euch überraschen. So, hier steht meine Filmpartnerin und wir machen jetzt eine Probe. Ich muss das sofort ausmachen. Wir proben jetzt hier mit den ganzen Statisten. Wir sind aus dem Flieger, wir sind Geschäftsleute. Ich bin Coco, Coco Chanel. Ja, ich trage das. Und ich mache jetzt mal aus, sonst kriege ich auf jeden Fall Anschiss. Tschüss. Was macht ihr hier? Wir sind Kostümbildpraktikanten. Kostümbildpraktikanten? Mhm. Und gefällt euch der Dreh? Ja, und wir machen unseren Job, sonst hätten wir dir das Ding nämlich nicht fast weggemacht. Stimmt, sie wollten mir das Ding entreißen und haben gesagt, ich bin von Tobis. Ja, ganz einfach. Ich glaube, wir müssen mal wieder aufhören, weil sonst kriegen wir Anschiss, oder? So, wir haben gerade erfahren, dass wir jetzt in einem Close-Up zu sehen sein werden. Und uns wurde aus geheimer Quelle gesagt, dass wir den sehr guten Hauptdarstellern den Rang ablaufen. Also Hashtag Just Saying. In die Rolle einatmen. Ja, und genau das habe ich jetzt gerade 6 Stunden gemacht. Hin und her gelaufen. Aber es ist natürlich die beste Szene im Film, ne? Ich wusste gar nicht, dass du und Omar, dass ihr, also dass, Ja. Ja, ich stehe jetzt hier mit einer Dame, die sich vollkommen verändert hat. Das ist Ambra. Erste Frage, warum stehst du plötzlich im Stewardessen-Outfit hier und kommandierst nicht mehr mich bzw. alle anderen Komparsen um? Hat sich durch einen Zufall ergeben und Sophie, meine Chefin, hat mich angerufen, ob ich spontan als Stewardess einspringen kann, denn die junge Dame, die eigentlich dafür gedacht war, hatte ein Tattoo am Hals und das hätte, geht gar nicht. Das geht leider nicht, nee, hätte eine Hochsteckfrisur bekommen, das ginge auch nicht und somit
war ich bereit. Sonst kümmerst du dich um die Komparsen, ne? Genau. Bist du seit dem ersten Drehtag schon dabei? Ich bin seit dem vierten Drehtag dabei. Also ich war bei den ersten Drehtagen dabei, aber habe noch nicht gearbeitet und bin dann ab dem vierten Drehtag als Regieassistent eingesprungen. Cool. Hast du das schon mal gemacht oder ist es dein erster Film? Es ist der erste Film. Ich habe aber globale Medien-, Kommunikationswissenschaften und Psychologie studiert. Das heißt, ein bisschen Medien war davor schon dabei. Ja. Und auch schon in PR und anderen Videobereichen gearbeitet. Aber noch nie beim Film. Erster Film. Ja, das ist gut. Film ist immer Überstunden, ne? Habe ich jetzt wieder einmal gemerkt. Schön seit 7 Uhr hier. Aber um 4 Uhr erst geschlafen, das ist eben... Ich habe es auch immer probiert zu studieren. Das hat bei mir funktioniert das nicht. Also hast du auch mit Abschluss alles durchgemacht? Habe ich tatsächlich. Stark. Ich habe nach 4 Wochen gemerkt, oh, mein Stundenplan ist falsch. Ich habe Tutorien vergessen einzutragen und dachte mir, das ist aber viel zu viel. Das machen wir gar nicht. Und seitdem bin ich eingeschrieben. Ich weiß nicht, ob das jetzt strafbar ist. Egal. Und dann eine Frage. Ich fand es nämlich extrem entspannt bei euch. Also ich habe vor Jahren mal Komparserie gemacht und normalerweise wird man da wie Vieh behandelt, nicht wahr? Ist die Stimmung hier generell immer schon so gut gewesen? Also ich weiß, dass es meinen beiden Chefs, Tom und Sophie, First AD und Second AD, denen sind die Komparsen unglaublich wichtig. Und das sagen sie, haben auch von vornherein, dass einfach das Wohlsein der Komparsen an erster Stelle steht, denn dann läuft alles am Ende besser. Das heißt, auch wenn es bei uns ein Riesenstress ist, dann geht es alles über das rechte Ohr, über die Funke und wir versuchen, dass ihr das so wenig wie möglich mitkriegt. Es gibt auf jeden Fall Tage, an denen es schwieriger ist als an anderen. Aber allgemein funktioniert einfach alles besser, wenn alle beide guter Laune sind. Deswegen versuchen wir das so. Wunderbar. Ich habe mal eine Frage. Und zwar, was ist denn der beste Job am Set? Ist es deiner oder ist es ein anderer Job? Also ich glaube, ich bin in der besten Abteilung. Ja, Regie, okay, das Regie, macht Sinn. Absolut. Oft ist es so, dass natürlich auch viel Büroarbeit damit anfällt. Wir gerade haben in der Vorbereitung, ne? Genau, Vorbereitung und Nachbereitung. Wir haben so viele Komparsen, jeder Komparser hat seine Abrechnung und es gibt die Buchungslisten und die Budgetlisten und alles drum und dran. Die Büroarbeit wäre schön, wenn es ein bisschen weniger wäre, aber es kommt natürlich dazu. Vielleicht holst du dir auch einen Assistenten, so schön 400-Euro-Job oder so, weißt du, den du anstellst und dann sagst du, habe ich alles gemacht, ist alles schon fertig. Genau. Ja, also der Traum für mich wäre es natürlich noch, ich bin die vierte Regieassistenz. Das heißt, ich bin die letzte in der Schlange. Und für mich wäre es natürlich ein Riesentraum, dann irgendwann auf erste oder zweite ist es zu kommen. Vier Regieassistenten, das kenne ich ja selbst auch nicht. Wir haben vier Regieassistenten und eine Regiepraktikantin. Oh, tatsächlich. Sind zu fünft, ja. Würdest du denn gerne mal Regie machen oder willst du auch eher ins Schauspiel reinrutschen oder ist Regie schon das, was du gerne mal machen würdest? Ich glaube eher Regie, weil ich doch Lampenfieber kriege. Ich hab's tatsächlich? Jetzt, bei dem einen Tag, an dem ich davor Stewardess war, da verhaspel ich mich dann. Ich musste auf Französisch reden und dann, sobald der Ton aufgenommen wurde, wurde ich nervös. Ich glaube, dafür habe ich es nicht. Ja, aber Regie könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wäre sehr, sehr schön. Hast du irgendeinen Lieblingsregisseur, den du gut findest? Wes Anderson ist wahrscheinlich mitunter mein absolut liebster. Was ist der Lieblingsfilm von dir da? Von Wes Anderson, The Grand Budapest. Ja, finde ich auch mega. Ja. Ich finde aber auch Moonrise Kingdom mega gut. Hier steht ein Koffer. Normalerweise müsste man jetzt die Polizei rufen, nicht? Am Flughafen ein verlassener Koffer. Nee, weil der einfach so unheimlich süß ist und diese Story von den Kindern so auf Erwachsene übertragen werden kann. Ja, es ist alles sehr entzückend gemacht, finde ich. Genau. Ja. Und jetzt nochmal kurz hier zum Traumfabrik-Ding. Es gibt immer eine Position, über die ich jedes Mal stolpere, den Best Boy bzw. den Gaffer. Und ich weiß nach wie vor nicht. Ich könnte es natürlich googeln, aber jetzt habe ich ja eine Expertin hier. Weißt du, was das ist? Nein. Oder auch nicht. Nein. Ja, geil. Liebe Community, schreibt es uns. Tut vor allem mir so leid. Jetzt wahrscheinlich läuft der Best Boy hinter uns und macht einfach nur, das darf nicht wahr sein. Nein, ich weiß es nicht. In a film crew, the best boys are assistants to their department heads. The gaffer, in charge of electricity and lighting, and the key grip, in charge of rigging. Bei welchem Drehtag seid ihr jetzt momentan? Wir sind jetzt beim 39.
39, wie lange dreht ihr aber von noch? 43, wir sind fast fertig. Am Samstag, heute ist Dienstag, am Samstag ist unser letzter Drehtag. Und lief alles so geplant oder gab es so ein paar Sachen, die irgendwie improvisiert werden mussten, Szenen, die nicht funktioniert haben? Weißt du, darfst du sowas sagen? Also es gibt jeden Tag, ich glaube, das weiß jeder beim Film, es gibt jeden Tag plötzliche Probleme, ob es jetzt Sonnenschein oder Regen ist, wenn man Außendrehs hat oder ja. Bei uns vor allem bei den Nachtdrehs waren die Nächte sehr kurz, da muss man sich natürlich beeilen. So wie meine heute, ganz toll. Genau, aber wir wollten das Licht nicht haben und das Licht kam sehr früh. Es gibt an jedem Tag kleine Problemchen und man gewöhnt sich einfach dran, so schnell wie möglich Lösungen zu finden. Aber es ist nichts Katastrophales passiert. Alle, die auch jetzt schon länger beim Film dabei sind, mit denen ich geredet habe, sagen, dass es ein ganz besonderes Projekt ist, auch des Teams wegen. Und ich finde, dass alles sehr, sehr gut gelaufen ist. Soweit. Geil. Gab es so einen Lieblingsdreh? Also ich wollte eigentlich ans Set kommen, als ihr noch in Babelsberg gedreht habt. Das hat aber leider Termine nicht funktioniert und das fand ich so mega, wie das alles aussah und so monströs und epochal, so wie halt die Filme früher gemacht wurden. Also das war auch was ganz Besonderes, da hat uns auch unser Produzent Tom Zickler erzählt, dass das für die Bühnenbildner so toll war, wirklich Kulissen zu malen, genau so zu machen, wie es auch damals gemacht wurde und wir haben ein Ägypten-Set. Geil, ja, das habe ich nur auf dem Storyboard gesehen. Genau, das ist eben das Monströse, das wahrscheinlich das Beeindruckendste ist und da hatten wir mit sehr, sehr vielen Komparsen, mit wunderschönen Szenen. Ich darf natürlich nicht zu viel erzählen, aber das waren auf jeden Fall meine Lieblingstage. Es war sehr, sehr warm, es hatte 32 Grad und wir hatten Feuerkelche. Entspannt, ja. Super. Aber ein unglaublich, schönsten Drehtage waren mitunter Ägypten. Ja, super. Vielen Dank. Ich hoffe, ich sehe bald einen Film von dir dann. Möchtest du noch den Fans irgendwas auf den Weg geben, warum man diesen Film schauen will? Also ich finde erstens, es ist so eine unglaublich entzückende und spannende und emotionale Geschichte, die man normalerweise, würde ich jetzt fast sagen, nur aus Amerika kennt. Und ich finde es was ganz Besonderes und die Schauspieler sind toll. So, es ist einfach ein unglaublich süßer Film. Schön, ja. Spannend dazu. Es ist natürlich auch ein weiterer Grund, ich bin natürlich jetzt als Extra drin und das wertet natürlich wahnsinnig auf. Ja, ne? Tatsächlich, das wäre die richtige Antwort gewesen. Das wäre, hast du leider, ich werde das irgendwie versuchen, so hoch zu pitchen und es auf deinen Mund hauen zu legen. Nee, alles gut. Ja. Gibt es noch irgendwas, was ich sagen wollte? Nein. Ich glaube, der Film wird ziemlich cool. Ja. Also auch alles, was ich so gesehen habe, das Team ist super, die Schauspieler sind super und das wirkt alles sehr harmonisch und ich hoffe, das wirkt sich dann auch auf den Screen aus. Ich danke dir für das Interview. Dankeschön. Und viel Spaß als Stewardess. Ich überlege mir, ob ich jetzt nochmal als Extra fungiere oder ins Bett gehe. Ich glaube, als Extra fungieren. Schlafen kann man immer. Ja, aber ich bin sehr alt. Okay. Ja. Naja, wir werden mal sehen. Bis dann. Dankeschön. Ciao. Mein Tag ist fast vorbei. Ich stehe jetzt draußen und jetzt kommt halt das Megabild überhaupt. Man kann es noch nicht sehen, deswegen gehe ich gleich mal ein bisschen runter und dann seht ihr, was hier gleich geschossen wird. Ja, geil. Und ich bin nicht dabei. Das ist natürlich schlechte Planung, ne? Mega Location nach wie vor. Aber natürlich ist diese Szene am Ende nicht so stark, weil ich eben nicht drin bin. Das ist ja klar, ne? Hallo. Das ist Sebo. Hallo. Sag mal, was du machst. Das ist schon mal ziemlich weit oben. Aber hier haben wir ihn, der ist noch ein bisschen weiter oben, oder? Jeder mal. Martin Schreier, der Regisseur. Hallo. Hallo, ich habe gehört, ihr habt schon 39 Tage gedreht. 39 Tage. Und vier sind es noch, ne? Es sind nur noch vier, wir sind alle ganz traurig und es war eine ganz tolle Zeit und es ist echt schade, dass es vorbei ist. Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Ich war ja vorhin kurzzeitig mal als Komparse tätig. Ach, tatsächlich? Ja, ich war als Komparse tätig. Mir wurde gesagt, ich sah zu markant aus, sonst wäre ich nämlich hier im Bild auch noch gewesen. Ah, okay. Das ist natürlich frech. Du hast schon ein filmisches Gesicht, du fällst auf, so ist das nicht. Das ist schön. Ich werde jetzt allerdings gleich mein Flugzeug wegfliegen müssen. Ja, bitte, also du musst das umparken, weil wir wollen jetzt hier drehen und es blockiert mir das Bild dann. Genau, ihr dreht mit dem Budget-Dings da vorne. Ja, ja, das ist ein bisschen modern. Ja. Wir machen ja modernen Film, weißt du, das ist, genau, deswegen bitte umparken. Ja, okay, mache ich. Ich gehe mal drin. Bis dann, ciao. Ja, Leute, ein langer Tag geht zu Ende. Ich bin durch in jeglicher Hinsicht. Ich werde nun den Heimweg antreten und schlafen. Übrigens haben wir das gedreht, für alle, die es jetzt vielleicht noch nicht wussten, im Juli 2018. Ja. Bis zum nächsten Mal und alles Gute für Sie und tschüss. Hallo, ich kann euch beruhigen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr wollt noch viel mehr sehen, dann hatten wir mal hier zwei Auswahlmöglichkeiten und... Für das ganze Paket müsst ihr hier drauf drücken. Kostenlos for free. Ja? Wo gibt's denn sowas noch? Bis dahin. Tschüss!